hoffe, es geht euch soweit gut. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg, das Auto zu waschen, weil morgen geht unsere Alpentour los. Jetzt heute nochmal schönes Auto waschen, die letzten Sachen packen, morgen dann nochmal schön zur Tankstelle und dann Abfahrt, ja. Wir sind dann eine ganze Woche unterwegs und werde euch dann auch die ganze Zeit mitnehmen, wieder so eine kleine Serie machen. Wir sind dann zu sechst morgen und ja, morgen zeige ich euch dann nochmal die Autos. Also seid gespannt, ich freue mich schon wie ein kleines Kind und ich glaube, es wird auch richtig cool. So, Auto ist frisch gewaschen. Und ja, jetzt kann es dann morgen eigentlich losgehen. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Tankstelle. Nochmal kurz, wie gesagt, gestern voll tanken. Dann treffen wir uns jetzt dann ja, in der Nähe von der Autobahn. Hat soweit jetzt alles geklappt. Es gab ein paar... ja, sagen wir mal, kleine Probleme bei dem einen Fahrer, aber alles soweit jetzt gut hinbekommen. Also könnt ihr ja gerne mal schreiben, wenn ihr irgendwie in Urlaub geht, ob das dann auch immer bei euch so ein Chaos ist. Aber ja, jetzt passt soweit alles. Nochmal schnell tanken und ja, dann Abfahrt. Dann fahren wir erstmal nach Garmisch-Partenkirchen. Da werden wir dann nochmal schön bei der Aral-Tankstelle tanken, ja, immer das 102 Oktan mitnehmen und dann von Garmisch aus fahren wir dann weiter Richtung Sölden und da werden wir dann auch die erste Übernachtung haben. Hier ist die erste Unterkunft. Ich dachte, ich gebe euch mal eine kurze Roomtour. Also hier ist das erste Zimmer, da werden Christi und ich schlafen. Da haben wir hier einen Gang, dann ja, da hinten ist dann die Toilette und Bad und hier hätten wir auch rein theoretisch eine Küche, wenn wir irgendwas kochen wollen würden. Und ja, hier ist dann noch das Zimmer von den anderen und dann draußen stehen dann auch die Autos. Also meiner steht eigentlich ziemlich schön hier unten. Ja, und gucken wir mal, was heute noch passiert. Jetzt habe ich mal endlich alle Autos hier schön geparkt und dachte, ich zeige euch jetzt noch mal die ganzen Fahrzeuge. Also hier haben wir ein M4 4-Facelift, schön mit Recaro Sportster CS Sitzen, sogar damals die originalen, die es ja von BMW gab, also wo innen so ein bisschen dieses so grau-silber ist. Extrem schöne Sitze hatte ich auch damals beim M2, dann auch mit E-Serienfelgen, also damals die, ich glaube, M3 Competition Felgen, also echt ein sehr schönes Setup. Ja, dann mein M3 kennt ihr eigentlich schon ziemlich gut, muss ich nicht viel dazu sagen. Dann haben wir hier noch ein M2 auf Edelweiß Felgen mit dem M Performance Fahrwerk. Dann haben wir hier ein M3 CS, auch ja, ein sehr schönes Fahrzeug, kennt ihr auch von der letzten Alpentour, auch mit dem KW V3 Clubfahrwerk, ja, und ansonsten relativ Serie eigentlich. Ich meine, die ganzen Carbon-Teile sind ja von Werk ausgekommen. Dann den E92 M3 von Max, den kennt ihr auch von vielen Videos, da hat sich jetzt auch nicht so viel geändert. Er hat sich jetzt aber für die Alpentour hier mal andere Felgen geholt, mit den Cup 2 Reifen, auch mit den silbernen. Also davor sind es immer so ein bisschen so Gunmetal gewesen, finde ich auch extrem schön. Und hinten haben wir dann noch den E46 M3, auch mit Recaros. Innen ist ein Handschalter, auch ein sehr schönes Fahrzeug. Jetzt blendet leider die Sonne ein bisschen. Und ja, dann hinten auch seit neuestens auch ein CSL. Deckel, original umgebaut, auch extrem schön. Also es ist Wahnsinn, was dieser Deckel nochmal an der Form von dem Auto macht. Ja, also echt ein sehr schöner Lineup und es macht echt sehr viel Spaß, auch in den Rückspiegel zu schauen. Ja, wenn man die ganzen Autos so sieht. So, der zweite Tag beginnt. Wir sind jetzt hier an der Shell-Tankstelle in Sölden. Nochmal schön voll tanken. Wir waren ja gestern nochmal bei der Aral, aber jetzt hier nochmal die paar Liter nochmal reintanken. Und ja, dann fahren wir übers Timmisjoch Richtung Italien. Sind dann in die nächsten zwei Tage in der Nähe von Meran, Bozen. Fahren dann den Jaufenpass, unterschiedliche Pässe dort. Also da gibt es echt viel zu fahren.
Und bin auch sehr gespannt, weil vor 2 Jahren sind wir die gleiche Tour oder ähnliche Tour und bin dann damals mit dem M2 gefahren, also wie sich jetzt so der M3 schlägt, weil letztes Jahr war das echt ein Traum, das Auto zu fahren. Also man merkt schon auch mal einen Unterschied zwischen dem M2 und M3. Und ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich versuche dann auch irgendwie also POV-mäßig was zu filmen. Der Max hat auch jetzt so eine 360-Grad-Kamera. Also ich hoffe, dass wir da wirklich echt coole Videos und Perspektiven dann für euch aufnehmen können. So, wir sind jetzt hier am Timmelsjoch angekommen. Fahren jetzt mal dann durch die Mautstelle. Ist echt extrem viel Verkehr. Also als wir vor 2 Jahren hier waren, ich glaube, das war im August, war einfach gar nichts los. Ja, ist gut, ist jetzt halt Ende der Pfingstferien, verlängertes Wochenende. Also ist echt wahnsinnig, wie viele Fahrradfahrer, Motorradfahrer, auch Autofahrer unterwegs sind. Aber ich hoffe, dass es jetzt dann gegen dem Wochenende dann auch vorbei ist, weil dann auch keine Ferien mehr sind oder sonstige Sachen. Genau, ja, also hoffen wir, dass nicht so viel bei den Pässen unterwegs ist. Wir haben auch hier die Walkie-Talkies dabei, das hört man immer ein bisschen im Hintergrund, dass man einfach sagen kann, ja, du kannst überholen oder nicht. Ja. Also das ist immer echt super praktisch, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr mal sowas macht. Einfach ein STV aus England. Hier ist eine ganze Gruppe aus England angekommen. Bestimmt schon 20 Ferraris einfach vorbeigefahren. So krank.
überraschen. Ich hoffe, wir konnten ein paar coole Clips mal einfügen in die Videos. Also der Max mit seiner 360-Grad-Kamera. Ich habe auch eine GoPro dabei mit Kopfband, also Stirnband. Ich hoffe, dass ich da auch ein paar coole Aufnahmen da mal die Tage machen kann. Sind wir jetzt hier gerade am Waschen, aber ich muss sagen, der Schaum hier ist echt ziemlich madig und durch die Keramikversiegelung läuft auch der Schaum ziemlich gut ab. Ich meine, das ist ja auch wieder ein positiver Effekt, dass man sagen kann, okay, Versiegelung läuft gut. Ja, jetzt werden wir heute noch die Autos mal kurz ein bisschen abdampfen und dann werden wir eigentlich ins Hotel uns chillen, wollten vielleicht mal irgendwie einen Pool oder Sauna. Einfach mal ein bisschen entspannen. Ja, Timmisjoch war echt brechensvoll. Jaufenpass war echt ziemlich schön zu fahren. Aber wie gesagt, durch das verlängerte Wochenende sind einfach gerade sehr viele Radfahrer, Motorradfahrer und natürlich auch Auto unterwegs. Ja. So, jetzt gibt es noch schnell eine Roomtour von Hotel Nummer 2. Da ist Waschbecken und da ist dann das Bad drinnen. Dann haben wir hier ein großes Bett. Dann da noch ein Bett, da ein Bett, da ist ein Balkon. Da haben wir jetzt gerade mal die Rollos runter, weil es echt warm ist. Dann haben wir hier noch so ein kleines Wohnzimmer mit Sofa. Und dann haben wir hier Bett Nummer 5, Bett Nummer 6, nochmal ein Balkon. Genau, da schlafe ich. Und ja, also ein sehr schönes Hotel. Hiermit beende ich jetzt Teil Nummer 1 der Reise. Wir haben jetzt Tag Nummer 3, sind jetzt gerade am Packen und fahren dann auch weiter ins nächste Hotel. Ich hoffe, da waren ein paar, coole Onboard-Clips, die wir dazu schneiden konnten. Also ein bisschen Perspektiven auch von den anderen Autos. Und ja, ich würde sagen, Teil Nummer 2 geht dann auch bald weiter. Wenn wir dann im neuen Hotel angekommen sind, werde ich dann auch Teil Nummer 2 starten. Und dann sind wir halt, wie gesagt, erstmal in den Dolomiten die nächsten 3 Tage und dann zum Schluss noch einmal den Großglockner.